Jetzt geht es heute über die Randbedingungen des Zukünftigen. Also es geht nicht um Spekulation und es geht nicht um Vision, es geht vielleicht um Utopien in dem wahrsten Sinn des Wortes, Utopia als dem Ort, an dem noch keiner war. Das Zukünftige im Sinn von Ernst Bloch ist eben nicht irgendein Herumüberlegen und Herumventilieren, was denn sein könnte, sondern es ist eine Doctage Spes. Ist eine auf wissenschaftlichen Methoden basierte Art und Weise, Zukunft auszuloten. Das kann man nämlich machen. Und dieses Antizipieren, dieses Denken in die Zukunft ist eigentlich das Kerngeschäft aller Architekten und Ingenieure. Weil wir müssen heute wissen, was wird sein und was wird richtig sein. Und diese Diskussion muss eine interdisziplinäre Diskussion sein, so haben wir das am Institut seit der Gründung des ILEC immer gehandhabt. Luft- und Raumfahrer, Soziologen, Textilwissenschaftler, Gestalter, Architekten und Ingenieure, Maschinenbauer, Mathematiker sind ein- und ausgegangen und haben mit uns zusammen in einer gemeinsamen Sache gearbeitet, dem Ausloten von Zukunft. Und das setzt voraus, dass wir miteinander reden können. Und ich stelle fest, dass wir das nicht können. Wir haben zwar eine Sprache und wir reden miteinander irgendetwas, aber wenn wir tatsächlich Randbedingungen ausloten und beschreiben können wollen, sodass sie jeder versteht, dann brauchen wir eine gemeinsame Sprache mit gemeinsamen Begriffsinhalten. Und die haben wir nicht. Wir haben ganz, ganz tolle Wissenschaftler, die in unterschiedlichsten Disziplinen, ich spreche jetzt in einem Bild, ganz, ganz tiefe Bohrungen machen und unten am Ende der Bohrung sitzen und Gold finden und Diamanten finden und ganz, ganz tolle wissenschaftliche Ergebnisse publizieren. Die aber auch damit kokettieren, dass der eine Kollege in der Physik sagt, ich bin Teilchenphysiker und was der Kollege Astrophysiker macht, das verstehe ich eigentlich nicht. Die Ebene, auf der wir kommunizieren, ist eher, was in der Stadt los ist, was in der Gesellschaft los ist. Aber wir können nicht mehr auf dieser Ebene ganz unten kommunizieren, weil es zu spezifisch und zu speziell ist. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber haben wir beispielsweise ein Problem, eines der größten Probleme, das wir je hatten, Christoph Ingenhofen hat es ja schon erwähnt, die Klimaerwärmung und alles, was daraus folgt, dann müssen wir doch die Frage stellen, wissen wir denn wirklich Bescheid, sind wir diskussionsfähig? Wer weiß denn beispielsweise, warum es im Pariser Klimaschutzabkommen 1,5 Grad heißt? Das hat ja nichts zu tun mit Gletscherschmelzen oder dem Anstieg der Meeresspiegel. In gewisser Weise schon, aber das ist sekundär. Das heißt 1,5 Grad, um die Ernährung der Menschheit sicherzustellen. Und dann sage ich, okay, und wie viel haben wir jetzt? Ja, 1,3. Ja, 1,3 nach welcher Definition? Es gibt eben unterschiedliche Definitionen. Wir alle kennen IPCC. Dort sagt man 1,3 Grad relativ zur vorindustriellen Zeit. Dann denken wir, vorindustrielle Zeit ist 1760. Weit gefehlt. Die Definition ist anders. Man sagt die Industrialisierungsphase in ihrem Abschluss rund um die Welt. Also die Phase zwischen 1850 und 1900 und davor, also 1850, als ist das die Basisperiode, auf die man referenziert, heute gegen 1850. Die NASA und das Goddard Institute for Space Studies hat eine andere Referenzbasis. Die weicht um 0,1 bis 0,2 Grad ab, je nachdem, was sie tun. Jetzt wird man sagen, 0,1 Grad ist wenig, das sind immerhin 10% von dem, was die 1,3 Grad bedeuten. Also präzise Wortinhalte, damit man auf einer Ebene über dasselbe spricht und nicht einer über NASA und der andere über IPCC-Zahlen spricht. Und dann, was heißt eigentlich 1,3? Wir müssen wissen, dass diese 1,3 beispielsweise über den Ozeanen nur 0,6 sind und über den Landflächen 2,0. Und wir müssen wissen, dass über der Nordhalbkugel die Temperaturen wesentlich mehr steigen als über der Südhalbkugel, weil dort haben wir weniger Meere und deren kühlende Wirkung durch Verdunstung. Und je weiter wir nördlich kommen, desto wärmer wird es vom Delta her. Und die Zone mit der schlimmsten Erderwärmung ist Sibirien und der Norden Kanadas. Und Sie denken an das Auftauen von Permafrostböden und Ähnlichem.
Und spätestens seit 1987, als James F. Black, dessen Ergebnisse dann sofort von den CEOs und anderen von ExxonMobil in den Safe gelegt wurden, präzise vorhersagte, als ein einzelner Forscher mit einfachen Mitteln, was wir für eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre im Jahr 2025 haben werden, der hat auch vorausgesagt, dass wir eben nicht nur ein Nord-Süd-Gefälle haben und ein Wasser-Land-Anstieg, sondern hat auch noch gesagt, wir werden insbesondere in der Nordhalbkugel extreme Verteilungsunterschiede haben von Hochtemperaturzonen. Und wenn Sie sich jetzt beispielsweise, das ist jetzt so eine NASA-Karte, das anschauen. Und was Sie aber jetzt im Beispiel Juno 2022 erkennen, ist, dass im gesamten Mittelmeerraum eine für den Monat Juno gegenüber 1850 relative Erwärmung haben von 4 bis 6 Grad. Und Sie sehen das Problem im Norden Sibiriens. Und was bedeutet das jetzt? Das ist der Obstgarten Europas, der hier so dunkel und dunkelrot eingezeichnet ist. Das ist Spanien, Südfrankreich und Italien und Teile des früheren Jugoslawiens. Und wenn Sie solche Übertemperatursituationen haben, dann gehen die einher mit Ernteeinbrüchen. Warum? Weil es optimale Wachstumstemperaturen gibt für unterschiedliche Früchte, beispielsweise Getreide. Und wenn Sie über 30 Grad hinauskommen, dann befürchtet die Pflanze ein Austrocknen. Und dann schließt sie die Spaltöffnungen auf ihrer Blattunterseite, damit sie nicht austrocknet. Dann kann sie aber auch kein CO2 mehr aufnehmen und kann keinen Kohlenstoff abspalten, den sie benötigt, um zu wachsen, beziehungsweise die Früchte wachsen zu lassen. Und selbst wenn es am nächsten Tag wieder kühler wird, dann öffnen die Pflanzen diese Spaltöffnungen nicht sofort, weil sie ja befürchten, dass diese Wärme nochmal kommt. Das heißt, es ist ein ganz langsamer Öffnungsvorgang, sodass ein einzelner Tag von drastischen Übertemperaturen bereits zu einer Ernteeinbuße von 4, 5, 6% führen kann. Und wenn Sie jetzt eine Situation multiple haben, dann sind Sie locker bei 20% Verlust. Und diese 20% Verlust, Getreide weltweit, müssen wir ja entgegensetzen einem Bevölkerungswachstum von 25% in den nächsten 27 Jahren, nämlich bis 2050. Und was bedeutet es noch? Wenn die Luft insgesamt auch nur um 1,3 Grad wärmer wird im Durchschnitt über die Atmosphäre. Die atmosphärische Luft hat die Eigenschaft, dass sie ihre relative Luftfeuchtigkeit konstant hält. Wenn die Luft aber warm wird, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Das heißt, auf einmal entsteht ein gigantisches schwammartiges Gebilde von zu trockener Luft, die aus der Meeresoberfläche, da ist es kein Problem, aber die aus den Landoberflächen das Wasser förmlich absaugt. Und zwar schon bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Es ist einfach das Delta der Feuchte. Solange bis die relative Feuchte der Luft, die jetzt größer ist, weil ja, oder höher ist, Entschuldigung, die relative Feuchte bleibt konstant bei erhöhter Temperatur, aber die absolute Feuchte ist höher. Das heißt, es ist mehr Wasser in der Atmosphäre und die Böden sind ausgetrocknet. Und dieses mehr Wasser in der Atmosphäre bedeutet, dass es mehr regnet. Es regnet mehr, da könnte man sagen, welch ein Segen, aber es regnet woanders. Weil durch diese unterschiedlichen Temperaturzonen natürlich auch die lokalen Winde und die regionalen Windrichtungen verändert werden. Es regnet woanders mehr und insbesondere als Starkregenereignis, das heißt viel Regen in kurzer Zeit. Für das Bauwesen hat es unglaubliche Auswirkungen, insbesondere für die Infrastruktur, weil dieses Mehr an Einregnen in aller kürzester Zeit muss man ja infrastrukturell bewältigen können. Das heißt, das ganze Wasser auffangen, das Wasser abfließen, Regen, Rückhaltebecken etc., um Überflutungen, das rasche Ansteigen von Pegelständen in Bächen, Flüssen und Seen abzudämpfen, muss man infrastrukturell unheimlich viel tun. Allein dieser Effekt hat gigantische Auswirkungen auf das Bauschaffen. Wir könnten Ähnliches jetzt erzählen, was die Gebäude selbst betrifft, nicht nur die Infrastruktur. Und vielleicht noch ein weiteres dazu. Ich nenne das das 2040 Grad Nordband. Von seiner unteren Kante bis zur oberen Kante ist dieses Band gerade mal 2200 Kilometer breit.
Das heißt, Sie können aus diesem Band mit einem Auto in 2 Tagen locker nach Norden fahren. Warum sollten Sie nach Norden fahren? Weil das Band genau dort liegt, wo Sie einen Einbruch landwirtschaftlicher Erträge befürchten müssen. Das ist nicht zu unterschätzen, weil in dieser 20-40-Grad-Zone lebt die Mehrheit der Menschen. Von 8 Milliarden heute Lebenden leben in dieser Zone ungefähr 4,5 Milliarden. Und wenn es die Effekte, die ich gerade aus dem Mittelmeerraum beschrieben habe, in China, in Nordindien, in Pakistan, in Bangladesch, überall Platz greifen, dann haben Sie eine Migrationsbewegung von ungeheurer Dimension. Und selbst wenn nur 10% migrieren, sind es 400 Millionen, die nach einer neuen Heimat fragen, dort, wo sie ankommen. Nach einem Arbeitsplatz, nach Infrastruktur etc. etc. Und das muss man diskutieren, nicht wissen, ob es in der Schärfe eintritt oder in einer ganz anderen Schärfe, aber man muss es diskutieren, als Architekt, als Bauingenieur, aber auch als Gesellschaft. Und diese Diskussion findet zu wenig statt. Man muss sich auf das vorbereiten, was kommen könnte. Schauen Sie, in dieser 20-40-Grad-Zone wird natürlich auch Getreide angebaut. Nehmen Sie beispielsweise die Maisproduktion, da liegen die 2 produktionsstärksten Länder der Welt, das ist China und das sind die Vereinigten Staaten. Und wenn Sie eine 2 Grad Erwärmung haben, dann rechnet man hier, wissenschaftlich abgesichert, mit ungefähr 70 bis 80 Millionen Tonnen Mais pro Jahr weniger. Also, das passiert jetzt alles in diesen Bereichen, ja, in der bevölkerungsstärksten Zone, die gerade mal 2200 Kilometer breit ist, haben wir Hochtemperaturregionen ungeheurer Dimension, Tendenz steigend. Wir haben einen austrocknenden Boden, wir haben einen Zusammenbruch der Gemüse- und der Obstproduktion und wir haben dramatische Reduktionen im Getreidebereich. Und jetzt können wir eben versuchen, so wie wir das beim Gas auch gemacht haben, den Rest irgendwo auf der Welt zusammenzukaufen. Aber wir müssen uns immer im Klaren darüber sein, dass was wir mit viel Geld bezahlen können noch, können andere nicht mehr bezahlen. Und wenn wir jetzt sagen, okay, was hat das alles mit der Architektur zu tun, mit dem Bauschaffen zu tun, dann schauen wir einfach mal, das Bauwesen steht ja weltweit für ungefähr 60% des Ressourcenverbrauches, 50% des Massenmülls. Es steht für mehr als 35% des Energieverbrauchs und höre und sage und staune mehr als 50% der Emissionen. Davon muss man ausgehen. Das heißt, das Bauschaffen in Herstellung, Betrieb, Umbau, Rückbau, Recycling hat den größten Hebel überhaupt in dieser Welt, wenn es um Ressourcen, um Emissionen und Energieverbräuche geht. Das ist unsere Verantwortung. Diese Verantwortung liegt in unseren Händen bzw. der Generation, die wir an den Universitäten ausgebildet haben. Musik